Ja, hallo. Mein Name ist Stefan Seitz, wo ich arbeite, sieht man auf dieser Folie da oben. Ich soll es nicht so groß erwähnen, hat mir ein Orga-Member im Vorfeld gesagt. Wer von euch hat denn schon mal von SEF gehört? Das ist gut. Wer hat eine grobe Ahnung, wie es funktioniert? Spitze. Nee, sehr gut. Dann bleib ich bei den Basics. Der Talk setzt da an, wo ich mit SEF weitermachen kann, wenn ich mit Eiskasi ran bin. Das heißt, ein bisschen Grundvoraussetzung SEF, wie es in etwa funktioniert. Gehe ich mal davon aus, gibt's, fragt mich zwischenrein, wenn was unklar ist. Einfach zwischenrein rufen, wenn Nomenklatur und Wording am Anfang unklar ist, tut man sich sonst verdammt schwer, den Rest zu verstehen. Einfach zwischenrein rufen, bitte. Jupp, das soll ich überspringen, weil wir keinen Sponsor sind, habe ich gesagt, kriegt. Was habe ich vor? Ich möchte klassische und moderne, frei skalierbare Storage-Konzepte zusammenbringen. Da habe ich eine Aufgabe, die ja, verschiedene Welten verbinden muss. Ich habe da ein paar schöne Fotos gefunden, die nicht ganz treffen. Aber ich will SEF und Eiskasi verbinden. Eiskasi als Möglichkeit Legacy-Hardware, Legacy-Compute zum Beispiel mit VMware anzubinden. Und wenn ich mir VMware anschaue, VMware wird meiner Erwartung nach nie SEF und skalierbare Storages unterstützen. Das ist eine Company von EMC und EMC baut im Wesentlichen Storages. Wenn wir uns SEF so anschauen, dann sehen wir, dass das Ganze auf RADOS aufbaut. RADOS ist das Protokoll, das das Ganze bedient, wo ich die Elemente zusammenbinden kann. Ich male mal ganz kurz ein bisschen hier ran, wie das in etwa aussieht. Ich habe, wenn ich SEF Nodes habe, einen Node und potenziell mehrere davon, idealerweise viele. Da drin habe ich Disks und eine Disk wird in SEF von einem OSD, nennt sich das, ein Object Storage Daemon, bedient. Das ist ein Stück Software, ein Prozess, der die Datenorganisation auf einer Disk übernimmt. Habe ich da drin 8 Disk oder 20, dann habe ich auch 8 oder 20 OSDs. Was ich da nicht mache, ist mit Hardware Rates arbeiten. Ich habe Jabot, das heißt, jede einzelne Disk, die ich dort habe, habe ich idealerweise mit einem dieser OSDs angebunden. Auf diesen Disks werden OSD Object Storage Daemon Objekte gespeichert. Über viele Nodes mit noch mehr Disks habe ich einen großen Pool an Objekten. Einen Key-Value-Store, wenn man so möchte. Jedes Objekt hat eine Adresse. Diese Adresse wird mit einer Map oder mit mehreren Maps moduliert. Die ist wiederfindbar. Das Ganze ist RADOS. RADOS heißt das Protokoll. Redundant, Reliable, Autonomic, Distributed, Object, Store. Genau. Diese OSDs sind nicht die einzigen Komponenten. Ich habe da drin auch noch MON. Ich male den mal hier hin. Wo die sind, ist egal. Monitor-Komponenten, die ähnlich in diesem Pool verteilt sind wie die OSDs, die übernehmen die Organisation. Das heißt, die halten die Maps vor, da habe ich mehrere von. Die werden gefragt von den OSDs, die werden aber auch von Clients gefragt. Clients verbinden dann die eigentlichen Datenverbindungen direkt zu den relevanten OSDs. Das ist der Untergrund, wie das Ganze so logisch erstmal funktioniert. So ein Client kann mehreres sein. Das sind diese Dinge, die da oben drüber sind. Das kann erstmal ganz simpel eine Librados sein oder Librados, die Bindings für C, C++, Python, diverse Sprachen hat, damit ich dieses Protokoll High-Level bedienen kann. Das will man als Programmierer. Hier ist es nicht im Fokus.
Es gibt Rados Gateway. Rados Gateway ist ein Client, der S3 sprechen kann. S3 ist ja auch ein Object Store mit Namespaces. Dieses Gateway übernimmt Namespace Mapping in Rados. Das heißt, nach draußen spricht das Ding S3 und nach drinnen spricht Rados. Das ist ein Object Mapper. Daneben gibt es bei SF RBD Rados Block Device. Das ist für die KVM-Virtualisierer einfach total cool, weil ich kann aus einem Object Pool mir Rados Block Devices definieren, die aus Objekten bestehen. Das muss ich aber gar nicht wissen. Ich bekomme, wenn ich das Ganze mappe, ein Dev RBD RBD0. Und das hat eine gewisse Größe. Kann ich im Kernel mappen, aber noch viel cooler, ich kann dieses RBD direkt in dem QEMU-Prozess des KVM verwenden. Das heißt, es findet direkt aus einem QEMU eine Verbindung zu den einzelnen OSDs statt. Habe ich eine große Virtualisierungsfarm, habe ich den Riesenvorteil, dass jeder einzelne KVM QEMU-Mapper oder Device-Mapper atomar mit allen verteilten OSDs spricht. Das heißt, je weiter ich das baue, desto weiter skaliert das Ganze. Das ist richtig cool. Das FFS lasse ich mal kurz außer Acht. Das ist eigentlich ein POSIX-File-System, das ich auf Ceph, auf Objekten mappen kann. Das braucht einen Metadata-Server oder Service, auch so eine Komponente. Metadata-Service ist heutzutage noch nicht wirklich stabil redundant haltbar. Das heißt, CephFS ist die einzige Komponente, die Stand heute noch nicht 100% stabil redundant gehalten werden kann. Alle anderen Komponenten, ja, sind vollständig redundant. Das ist erstmal die Basis, auf der bewegen wir uns. Und was man schon raushört, die Clients da hinten haben ja gewisse Voraussetzungen. KVM QEMU geht, S3 kann ich anbinden, ich kann mit einer Bibliothek ran. Jetzt habe ich, wenn ich einen großen Speicher habe, der zur Virtualisierung richtig cool ist, so ein Problem, dass dann Leute kommen und sagen, ja, wir haben da so ein paar hundert Xen-Server im Keller stehen oder ein paar VMware-Farmen, mach mal, dass das dran geht. Und ich sage, naja. Die Open-Source-Variante von Xen hat den gleichen QEMU-Upstream wie KVM. Das ist allerdings eine Option. Es gibt nach wie vor noch den QEMU-DM Legacy, der das nicht drin hat. Für die Kaufprodukte von Citrix ist das Stand heute noch nicht der Fall. Aber wenn man auf einem Linux seiner Wahl einen aktuellen Xen als Open Source selber baut, kann man sich das dran packen. Dann ja. Kann der Gateway auch auf einem Node laufen? Ist das dann auch gleichzeitig ein Node oder muss das eine eigenständige Maschine sein? Das kann alles theoretisch auf wenig Physik laufen, aber eigentlich will ich es redundant haben. Das heißt, ich zeige dazu gleich nochmal eine Grafik zu dem Gateway. Der kann damit drauf. Der braucht auch nicht viele Ressourcen. Also eine Gateway-Komponente, die nur S3 spricht, ist ein reiner Object-Mapper. Der macht Namespace-Adress-Umsetzung. Also Objektanfrage kommt rein, wird umgesetzt, kriegt... Ja. Ja, also das ist vielleicht die Einstiegshürde bei dem ganzen Konzept. So ein Storage kann ich mir nicht auf zwei kleine NAS-Boxen bauen. Also sinnvollerweise hat man 3, eher 4 bis 5 Nodes. Ja, mit 3 funktioniert schon mal gut. Weil ich gehe noch ein kleines Stück auf Ceph ein, wegen der Frage. Wenn so ein Client, egal was es ist, ein Objekt schreibt und ich habe für den definierten Pool einen Replikafaktor von 3, dann schreibt der Client nicht dreimal. Der Client gibt einem OSD, der über die CrushMap in den Mon benannt wird, diesen Schreibjob, der schreibt das und benutzt genau das gleiche Protokoll, um diesen Schreibjob nochmal an einen anderen OSD loszuwerden. Der kriegt diesen Schreibjob auch nochmal um 1 reduziert. Also der hat jetzt einen Replikafaktor von 2 rübergeschoben bekommen, schreibt es einmal runter und muss selber diesen letzten Job mit dem Replikafaktor 1 noch offloaden und sucht sich dafür wieder irgendwo einen anderen OSD.
Das passiert, na, für jede atomare Operation ist es synchron, aber in der Menge der Operationen ist es asynchron, ja. The future of storage, haben Sie gesagt. Wenn ich mir Eiskasi daneben mal anschaue, ganz großer Schwenk, jetzt gucken wir uns erstmal die andere Technik an, klassisch Eiskasi. Ich habe auf der einen Seite ein Storage oder ein Storage Head. Da drin habe ich ein Eiskasi Target. In dem Target sind Loons angebunden, also Disks. Die verbinde ich über Eiskasi Sessions, die über TCP laufen, mit einem Initiator oder andersrum, der Initiator verbindet zu einem Target und holt sich entsprechend, lockt quasi ein, sich die Loons. Müssen nicht die physikalischen sein, die da drüben sind, das können Teilbereiche sein, aber das ist im Wesentlichen Eiskasi. Relativ simpel, da muss man nichts groß beachten, außer dass man mindestens, na ich sag mal, mehr als eine physikalische Verbindung zwischen Client und Server haben will. Weil das, ich habe hier ein Block-Device, das ich als Block-Device an eine andere Maschine weitergebe und darüber laufen SCSI-Commands. Die Befehle, die auf einem SCSI-Bus, wer das noch kennt, oder auf einem SATA oder SAS-Bus durch das Kabel laufen. Was passiert, wenn ich an der Festplatte, während da geschrieben wird, den Stecker ziehe, 21, 22 stecken wir wieder rein? Naja, genau das, was man erwartet. Es ist, die Daten sind kaputt geschrieben worden, die vorher drauf waren vielleicht auch. Ähnlich verhält sich das hier, wenn ich mal kurz einen TCP-Stecker rausziehe oder den Switch tausche. Das heißt, ich will da mindestens zwei Pfade haben. Und das ist der Fokus, den ich erreichen will. Also da. Und eine geringe Latency, weil das ganze Protokoll mag das auch nicht übermäßig, wenn die Latency zu hoch ist. Da hast du absolut recht. Das war jetzt gerade nochmal fürs Mikro hier die Frage nach Latency. Das Protokoll ist ziemlich picky. Man sollte nur iSCSI-Traffic auf so einem Ding schieben oder QoS fahren. Und man sollte die Stecker nicht würfeln. Also das sollte eine stabile Verbindung sein. Auch wenn das Ding iSCSI wie IV Internet heißt, sollte man es nicht über das öffentliche Internet schieben. Ist nicht gut. Kann man machen, aber kommt halt dann Mist bei raus. Genau, es ist einfach zu etablieren, hat keine große Lernkurve, da ist man schnell dabei. Es ist Software-Defined Block Storage und es hat Möglichkeiten für Failover. In dem Protokoll sind Add-ons drin, die teilweise proprietär sind, teilweise offen definiert. Alua ist ein Protokoll, wo ich, nochmal zu dieser Grafik, wo ich auf mehreren Portalen, also das, was hier nicht benannt ist, sind Portale, wo ich auf mehreren Portalen eine Priorität habe, wenn ein Portal kaputt ist, dass es auf ein anderes Portal eben weitergeht. Das sind Failover-Mechanismen. Alua ist das bekannteste. Warum ich es verbinden will, habe ich, glaube ich, schon mal erklärt jetzt gerade. Nicht jede Plattform unterstützt Rados Block Devices und ich bin jetzt gerade wirklich im Thema bei Virtualisierung. iSCSI ist immer drin, NFS meistens auch, aber SFFS, was vielleicht implementierungsfähiger wäre, habe ich ein paar Schmerzen, weil ich es nicht vollständig redundant kriege. Also das hat nicht HA-Features, nicht heute. Und dann habe ich noch ein anderes Problem. Wenn ich iSCSI-Targets in Software habe, habe ich einen Host. Was kann mit einem Host passieren? Der kann verbrennen und dann ist mein Storage weg. Wenn ich proprietäre Lösungen habe von NetApp, EMC, however, dann habe ich üblicherweise in so einem Storage mehrere Controller-Nodes. Ein Controller-Node darf kaputt gehen. Dafür habe ich mehrere. Das kriege ich, wenn ich das auf einer Linux-Box aufbaue, mit einem SCSI-Target so nicht hin. Also es gibt einen schönen Blogbeitrag von den DRBD-Machern, warum man iSCSI nicht auf einem DRBD draufpacken sollte. Tu es nicht. Also der Blogbeitrag beginnt mit mach's nicht und hört auf mit mach's wirklich nicht. Was mir dann bei der Recherche so aufgefallen ist, der Linux TGT, diese Softwarekomponente für SCSI-Targets, besitzt eine native Rados Block-Device-Unterstützung. In Userland, okay, nicht im Kernel, aber komme ich gleich zu, das hilft mir ohnehin.
Ich werde das Ganze zusammenbauen. Und zwar, was brauche ich dafür? Ich brauche erstmal einen Ceph-Cluster, den baue ich jetzt nicht auf den Folien zusammen. Ich gehe davon aus, wir haben einen Ceph-Cluster. Ceph.com hat fantastische Dokumente, um, wenn man mal schnell 3-4 Maschinen über hat, da einen Cluster drauf zu packen, der erstmal läuft. Das geht sehr fix. Ich brauche mindestens ein Host, eher zwei, um diese Brücke zu bauen, weil ich will ja redundante Brücken haben. Ich will zwei dieser Controller-Heads haben oder zwei dieser Übersetzer. Und ich brauche eine Applikation, die Bedarf daran hat. Das ist mir leicht gefallen. Da hatte ich welche. Diese Grafik war die, mit der ich das Ganze begonnen habe. Das ist das, was ich so im Schlecht hier an der Tafel gemalt habe mit S3 Gateways. Ich habe OSDs, ich habe Monitors und ich habe diese File-Komponenten S3 Gateways. Und da habe ich jetzt mal 4 Stück von und davor sehe ich, habe ich billige HTTP-Load-Balancer. Das heißt, ich muss diesen S3-Traffic nicht in irgendeiner Session halten. Das sind Objekte, atomare Operationen, sowohl davor als auch danach. Es ist richtig egal, durch welchen Load Balancer, durch welches Gateway diese Operationen verteilen. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich auch, wenn ich mal diese Gateways nicht als S3-Gateways sehe, sondern ich nehme einfach Linux TGT auf der einen Seite mit RBD und auf der anderen Seite mit iSCSI. SCSI-Befehle sind auch atomare Befehle. Und wenn ich es mit der Datenmenge nicht übertreibe, sollten die in ein Objekt passen. War die Grundüberlegung. Wenn ich mehrere davon habe, kann ich einen Multipass verwenden. Multipass ist, aus der Familie der Device Mapper eine Möglichkeit, Devices, die identisch sind, zusammenzuführen mit Strategien, zeige ich gleich im Detail. Das ist eine klassische Linux-Komponente, also das ist quasi ein Client, der Multipass.io kann. Ja, und dann habe ich mal angefangen, das zu bauen. Ceph, also die Bridge dazwischen, diese gelben Boxen hier, habe ich so installiert. Das heißt, ich habe Ceph draufgepackt, ich habe TGT draufgepackt und ich habe die Maschine in den Ceph-Cluster eingebunden. Mir ist einen Client in Ceph einbinden nicht apt-get install und diese 5 Zeilen in eine Config packen. Plus, ich muss den RBD-Cache ausschalten. Wenn ich dieses Failover-Feature haben will, ich habe mehr als eine dieser Boxen, muss ich davon ausgehen, dass Operationen über mehrere verteilt werden und die untereinander nichts davon wissen. Das heißt, wenn ich eine Operation auf der einen Seite schreibend habe und auf der anderen Seite lesend oder ich habe einen Read-Log und einen Write-Log, die synchron laufen müssen auf einer Datei, die diese Daten bedienen, dann kann ich die nicht cachen. Unmöglich darf ich auf diesen Bridges anfangen, die Daten, die geschrieben werden, zu cachen. Das heißt, ich muss es ausschalten. Ich kann es auch im ganzen Cluster ausschalten, aber dann ist die Performance ein bisschen madig, weil dann würden diese Replika-Operationen auch nicht mehr gecached werden. Und das reißt schon ein bisschen die Performance runter. Damit das Ganze, also das war die Konfiguration. Wie kriege ich es in Ceph rein? Und wie kann ich mich anmelden? Wie kann ich darauf was verwenden? Ich habe aus Bequemlichkeit den Admin-Keyring genommen. Das ist die unter Ceph die Nomenklatur, wie man sich anmeldet. Man hat quasi ein Client-Punkt oder generell Komponente-Punkt-Benutzername und einen Key mit, ich glaube, es ist Base64-Hash. Also quasi Benutzername-Passwort. Da ist keine große Magie drin. Es sieht komplexer aus, bewirkt aber genau das Gleiche wie ein Passwort. Auf der Bridge-Seite, wo ich auf der einen Seite SCSI spreche, auf der anderen Seite Ceph, befinde ich mich aus Sicht von dem Ceph-Cluster in der Client-Position. Deswegen Client-Admin. Ich hätte auch einen eigenen Account machen können, war ich zu faul, muss ich sagen.
Danach habe ich auf einem dieser Nodes, und das kann ich auf jedem Ceph-Node machen, wo ich diese Credentials habe, ein ABD erzeugt, ein Rados Block Device. In dem Fall erstmal klein, das ist 3 GB hier. Also die Angabe da oben ist in Megabyte, die Unit. Das heißt, das sind 3 GB. Ich habe es genannt, Ceph-TGT Shared. Und mit dem Infobefehl sehe ich, dass das angelegt wurde. Und das ist wirklich direkt aus der Konsole rausgepastet, wo ich es gemacht habe. Ja, steht ja auch da, was es ist. Ich werde es hier nur definieren. Ich werde keinen RWD-Map-Befehl ausführen. Ich will das nicht im Kernel haben. Ich will es einfach nur haben. Mein Cluster soll Objekte reservieren, die für diese 3 GB verwendet werden. Und das sieht man hier auch, es sind 768 Objekte reserviert. Also 4 Megabyte groß ist ein Objekt, mal 768 komme ich auf 3 GB. Dann habe ich mir die andere Seite angeschaut. TGT habe ich ja auch mit UpGet installiert. Es hätte auch ein Yum sein können, dass das hier ein Ubuntu war, weil es mir gerade gefallen hat. Auf der anderen Seite mache ich genau das Gleiche. Ich erzeuge erstmal ein Portal mit TGT-ADM, also ein Target, gebe dem Ding eine Nummer, und wer Eiskreise schon mal gesehen hat, diese IQNs sollen unique sein, worldwide. Die meisten Leute verwenden dafür irgendeine ihrer eigenen Domänen, den Domänenregistrator, das Domänenregistrierungsdatum und mein Unique Name hinten dran. Da drin erzeuge ich mir eine Loon 1. TGT-ADM ist so freundlich, mir eine Loon 0 mitzuerzeugen. Eine Loon 0 wird meistens als Meta-Loon von Initiatoren benötigt. Nicht, wenn ich selber arbeite, aber wenn so Appliances wie VMware kommen, die erwarten, dass die Adressierung bei 0 beginnt, das erzeugt der TGT-ADM still für mich, das muss ich gar nicht mehr tun. Was ich hier tue, ich gebe als Block Storage Type ABD an, benenne diesen Backing Store als Ceph-TGT Shared, und das ist genau der Name, den ich hier verwendet habe. Das ist das RBD Device, das ich hier wieder benenne und anspreche. Und was tatsächlich, habe ich danach gemerkt, überflüssig ist, wenn da nur eine Konflikt, ich gebe noch die Optionen der Konfiguration mit und welcher Benutzer, Client.admin war es ja, sich damit anmelden soll. Das heißt, der User-Space-Prozess vom Linux TGT wird den Admin-Benutzer nehmen, der wird den Client-Admin-Keyring verwenden und sich dort dann beim Ceph authentisieren. Zu guter Letzt, ich muss die Dinge zusammenbinden, das war das Portal, was ich mir definiert habe, plus die Loon, die ich reingebunden habe, muss ich zusammenbinden und muss es announcen auf allen Interfaces. Das ist trivial. Und damit habe ich es. Ich muss das einfach nur auf den verschiedenen Nodes machen. Und da habe ich dann festgestellt, dass nicht alles Zucker ist. TGT-Admin kann diese Config speichern. Wenn ich damit die Config speichere und beim nächsten Booten erwarte, dass die Init-Skripte die wieder lesen, funktioniert es nicht mehr. Weil so langweilige Komponenten wie BS-Type oder Backing Store werden nicht mitgespeichert. Ja, aber die werden zum Glück nur nicht gespeichert. Also sie können gelesen werden. Das heißt, ich habe danach das Ding selber geschrieben. Und wenn ich die Config per Hand schreibe und diese Komponente BS-Type und Backing Store damit reinpacke, dann geht's. Genau, das habe ich auf 2 Knoten gemacht und war damit auf der Storage-Seite fertig. Damit war das gut. Heißt, Proof of Concept funktioniert der Mist auch. Ich bin an den Client gegangen und habe, wie auf jedem anderen Linux-Client, wo ich ein iSCSI-Target verwenden will, auch ein iSCSI installiert, meine Multipass-Tools, und habe ein Portal, also diese Portal-IP war einer der beiden Bridge-Nodes, wenn ich es so nennen kann, habe discovered und habe festgestellt, naja, ich muss es auf beiden tun. Die sagen zwar das Gleiche, aber die kennen sich nicht. Das ist die einzige Hürde, die ich noch nicht gelöst habe.
normalerweise, wenn ich an so eine NetApp, an einen Controller sage, was für Portale hast du denn? Dann sagt er, dieses Portal, über das du fragst, noch ein zweites bei mir und da drüben gibt es noch zwei auf einem anderen Controller. Das heißt, ich kriege eine komplette Liste mit einer Frage. Die Controller dort kennen sich. Meine Nodes kennen sich nicht. Das heißt, ich muss beide, in dem Fall, wo ich nur zwei habe, beide fragen. Hätte ich mehr davon, müsste ich sie alle fragen, also alle discovern und würde dann von jeder einzelnen Node eben diese Antwort bekommen. Das Schöne ist, das wird lokal gespeichert. Das heißt, ich muss das nur einmal tun. Ja, wenn ich alles richtig gemacht habe, bekomme ich von jedem Portal die gleiche Info. Diese Multipass-Konfiguration, die muss ich ein bisschen anpassen. Oder ich habe verschiedene Möglichkeiten, die anzupassen. Weil das ist die Strategie, wie mit einem Failover umgegangen wird. Wie kriege ich das Verteilen von links nach rechts hin, wenn ich zwei Knoten habe, oder zwei Storages, wenn man so möchte, dass die Daten verteilt werden, aber dass trotzdem einer ausfallen kann, dass ich sowohl eine Redundanz habe, als auch eine Hochverfügbarkeit. Path Grouping Policy war der Fokus auf Performance. Das heißt, ich group bei Serials, diese Disks, diese Loons, die exportiert werden, haben Serials und alle Serials bekommen das gleiche Gewicht. Das heißt, ich habe über die Menge an Prozessen, die da drauf schreiben, einfach ein Round-Robin. Billiger noch als ein Round-Robin. Also der zählt Min-IO 100 Ops in die linke Richtung, 100 Ops in die rechte. Bei Zweien, also bei Dreien würde er natürlich durchrotieren. Das Problem da ist, wenn die alle das gleiche Gewicht haben und ich ziehe bei einem den Stecker raus, dann schreibt er auf keinen mehr, weil er den anderen immer höher priorisiert. Das ist für Performance total schick, aber nicht für HA. Für HA will ich als Path Grouping Policy Failover haben. Da bekommen die ein unterschiedliches Gewicht, was die Performance nicht unbedingt schlechter werden lässt, wenn ich mehr als eine Applikation habe, die die Daten benutzt oder mehr als einen Thread. Das ist sehr im Kernel drin oder sehr in dem IO-Scheduler vom Kernel. Habe ich nur eine Applikation, dann wird die nur ein oder nur einen Thread, dann wird die nur diesen einen Pfad verwenden und den anderen nie. Habe ich mehrere, und das ist die übliche Sache, dann wird jeder von denen mit einem anfangen und erst zum nächsten wechseln, wenn einer kaputt ist, einer dieser Pfade. Ja, da musste ich ein bisschen länger mit rumexperimentieren, dass es auch wirklich Failover war. Dieses Snippet hier ist Failsafe. Also da kann ich wirklich an jeder Komponente in einem Safe-Cluster inklusive der Bridge überall einen Stecker ziehen, wieder reinstecken, warten und woanders einen Stecker ziehen. Also da kann alles kaputt gehen. Danach habe ich mir angeschaut, dass das auch wirklich funktioniert. Die Multipass-Konfiguration muss ich übernehmen. Also wenn ich da was ändere, ich kann einen Rechner neu starten, ich kann es auch kleiner machen. Echo Reconfigure Multipass D-K. Je nach Init-System der Wahl tut es auch ein System CTL Reload, Init-CTL Reload oder etc.-Init-D Multipass Reload oder was es sonst noch gibt dabei. Init-System der Wahl halt. Genau. Die Anmeldung an den Portalen habe ich noch durchgeführt. Das habe ich gemacht, nachdem ich den Multipass konfiguriert habe, weil ich habe da schon Pferdekotzen gesehen. Ich wollte es nicht zweimal machen. Also ich wollte den Multipass erst konfiguriert haben, dass er danach die echten Gewichte reinpackt und nicht erst mit falschen Gewichten anfängt und danach wieder umwichten muss. Jo, hat funktioniert. So sieht es im Client aus. Das heißt, ich habe erstmalig jetzt sichtbar ein Self-GGT shared mit einer UUID, IET Virtual Disk, ich habe die Namen nicht geändert, das ist der Default-Target-Name, und eine Größe von 3 GB. Genau das, was ich als RBD am Anfang angelegt habe. Genau das hat funktioniert. Und ich habe beide Pfade active, ready and running. Also auch das ist live aus dem Client rauskopiert. Das geht. Ja, da habe ich mich dann gefreut und habe
mich auf die Suche nach weiteren Testkandidaten gemacht. Und ich habe einen Xen-Server genommen, da hat es auch funktioniert. Unten drunter läuft da sowas Ähnliches wie ein CentOS 5, so ein bisschen. Man muss das Ding ein bisschen belügen. Ich muss das Discovery per Hand nochmal nachholen, weil ich kann dort mit den hauseigenen Werkzeugen von Xen nur eine Portal-IP angeben. Das heißt, mal kurz zurückspringen hier. Dieses Discovern, ich kann nur eine Portal-IP angeben mit den Werkzeugen, die Xen mitliefert. Ich brauche aber mehrere. Das heißt, ich habe diesen Discovery-DB einfach ganz normal auf der CLI nachgeholt. Und dann war das auch alles schick. Ich muss es nur einfach noch nachholen. Habe ich auch beschrieben, wie ich es gemacht habe. Jo, damit war ich ziemlich glücklich. Ich habe mich die Tage noch mit einem Kollegen unterhalten, der das Ganze nachgespielt hat nach meinen Folien mit einem VMware ESX. Und er hat gemeint, das tut genauso und er musste kein Discovery mehr machen, weil er konnte mehrere IPs angeben. Also VMware ESX tut es auch. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen überlegt. Da bin ich gerade auch wirklich mitten im Testen und Spielen. Ich muss ja nicht zwingend über iSCSI gehen. Diese Linux-Targets oder SCSI-Targets, die können ja auch diese ganzen QLogic-Karten, nein, nicht alle, aber viele QLogic-Karten anbinden. Ich kann auch Fiber-Channel nehmen. Oder ich könnte, wenn mir jemand Hardware schenkt, RDMA ausprobieren und das Ganze über InfiniBand testen. Das kriege ich vom Treiber, der da ist, von der Software, der da ist, eigentlich angebunden. Eigentlich. Das eigentlich muss ich noch streichen, weil das muss ich testen. Bei Fiber-Channel HWAs bin ich gerade dabei. Bisher sieht es gut aus. Ich muss dafür noch ein bisschen FC-Logik bauen. Was weniger gut aussieht, ist, ich habe da vorhin 3 GB gebaut. Das macht natürlich keinen Spaß. Ich brauche eine große nun, um viele Daten darauf zu speichern. Mehr als 3 GB. Wie kann ich sowas resizen? Na, genauso wie es mit den großen NetApps und EMCs geht. Gar nicht richtig gut. Also ich habe das durchgespielt, es geht, ich muss das RWD vergrößern, ich muss alle Portale, also alle Targets beenden, damit sind meine Clients erstmal hängen erstmal in der Luft, die halten das mit Multipass ein paar Sekunden aus. Ich muss danach erstmal mit einem Portal die Loon neu einlesen und ein Portal starten. Dann kann ich neu discovern und dann laufe ich ohne Redundanz auf einem Portal und die Loon ist größer. Danach kann ich die anderen auch wieder starten. Was ich danach machen muss, ich muss den Multipass reconfiguren, der muss es mitkriegen und dann habe ich da ja was drin liegen. Dann habe ich ja so eine SDX, YZ, was auch immer, Disk und da ist ja was drin. Wenn die jetzt größer ist, genau das gleiche wie bei allen anderen Dingen. Ich muss gucken, dass das, was drin ist, auch größer wird. Also ein PV-Resize oder Dateisystem-Resize, wie heißt Resize2FS oder so. Ich muss mich halt kümmern. Es macht keinen Spaß. Also dieser Vorgang macht keinen Spaß. Ja, nicht gut. Ja, das ist eigentlich generell nicht nur iSCSI, sondern das hast du auch bei Fiber Channel. Das hast du immer. Wenn du Loons aktiv in einem Failover-Betrieb hast und du machst die im Storage größer, ich meine, so eine EMC macht dir da so einen schönen Java-Schiebeschalter, wo du sagst, klick, speichern. Aber bis das im Client ankommt, dort, wo es benutzt wird, musst du alle Komponenten reloaden. Immer. Das ist, sag ich mal, konzeptionelles Problem. Das ist auch das Problem der Technik iSCSI schlechthin, oder jetzt im Vergleich zu Ceph. Bei Ceph ist sowas kein Ding, da habe ich Objekte. Und ob jetzt in so einem RBD
wie in meinem Fall jetzt 768 Objekte drin sind oder 10.000 Objekte. Das ist einfach nur eine Sache der Adressierung. Hier ist es nicht nur eine Sache der Adressierung, sondern hier ist es auch eine Sache des Protokolls. Aber es ist eine Möglichkeit, Legacy-Hardware anzubinden. Und es ist kein Unterschied im Aufwand mit Hardware-Sans. Genau das Gleiche, aber painful. Dann haben wir noch gedacht, ich habe ja im User-Space gearbeitet, würde mir der Kernel Vorteile bringen? Ja, er wäre performanter. Nein, er ist performanter, weil er I.O.-Caches verwendet. Was kann ich nicht haben? I.O.-Caches, die zerstören mir meine HA-Fähigkeit. Also, und ich kann sie konfigurativ auch nicht wirklich 100% wegkriegen. Hilft nicht. Leo als Quasi-Target, in die Zukunft gedacht. Mike von Red Hat macht gerade genau den gleichen Quatsch, den ich mit TGT gemacht habe, mit Leo, und baut es weiter. Der baut genau diese Features jetzt für Red Hat in das Leo-Target rein. Und Leo-Target ist sehr, sehr nah upstream, deutlich, deutlich näher als TGT. Und versucht Alua-Status und Preemptive Abort über die einzelnen Controller zu verteilen. Das heißt, dass er genau das, was ich machen musste, jedes Portal discovern, ist eine Konsequenz daraus, dass sowas gelöst ist. Ja. Fiber Channel Target, die Zeilen habe ich geschrieben, als ich noch keine Hardware habe. Mittlerweile habe ich tatsächlich Hardware als Dauerleihgabe bekommen. Das probiere ich gerade aus, da habe ich leider noch kein Ergebnis. Das weiß ich noch nicht, ob es geht. Jo. Und dann habe ich das Ganze natürlich bei einem Kunden gebaut, der sowas unbedingt wollte. Geht. Er hat 24 OSDs pro Node, 3 Nodes, also Ceph Nodes, 3. Oh, jetzt ist das wieder die Folie, die weiterblättert oder was? Moment, Moment. Entschuldigung. Ich krieg's nicht hin. Das ist jetzt meinem Unvermögen geschuldet, mit LibreOffice umzugehen. Die Folien blättern jetzt durch, ich kann es nicht verhindern, weil die irgendwie so ein Timeout gesetzt haben. Genau. Die hatten 2 Netzwerke, 10 Gigabit nach vorne raus und 10 Gigabit nochmal als Interconnect für den Ceph. Nach vorne raus, hinter diesen 10 Gigabit Ceph, 10 Gigabit ICE-Quasi, oder davor, wie man sieht, ist eine Farm an Xen-Servern und die Werte sind, die Folien stehen online. Haben wir in VMs die Performance-Werte gemessen. Was man hier sieht, das sind, das sieht man wahrscheinlich von euch aus nicht, ladet euch die Folien runter, wenn es euch interessiert. Ich bekomme ungefähr, also was so als Mittel da ist, die größte Fläche, sind immer so ungefähr 600 Megabyte die Sekunde. Und das sind unterschiedliche Read- und Write-Muster. Die muss ich jetzt noch einzeln erklären, das sind schöne Bilder. Die kann man auf einem großen Bildschirm größer anschauen, kann man auch die Zahlen lesen. Was wir festgestellt haben, wir kriegen ziemlich genau 1 Gigabyte schreibend in den Ceph-Cluster rein, wenn wir nur Ceph reden, wenn wir nur Rados reden. 600 Megabyte kriege ich schreibend in den Ceph-Cluster rein, wenn wir über ICE-Quasi reden. Und die Verteilung war tatsächlich so 350, 350 und auf jeder Seite 50 Megabyte die Sekunde Overhead. Also so Metadaten und Quatsch. Aber in der Summe sind in einer VM wirklich 600 Megabyte im Schnitt angekommen, die ich schreibend rauskriege und die ich lesend auch abholen kann. Die Muster unterscheiden sich da ein bisschen. Manchmal sind größere Files oder größere Blöcke besser, manchmal ist Random besser, manchmal ist Stream besser. So ein richtig eindeutiges Muster haben wir nicht gefunden. Was wir gesehen haben, ist, dass in der Regel 1/4 der gemessenen Operationen
zum Hardware-Limit peakt. Und das war das, was wir sehen wollten. Ja, die sind da jetzt sehr glücklich mit. Fragen, Ideen, Anregungen. Ich war, glaube ich, tatsächlich jetzt zu schnell. Die sind mit, wie heißt das Ding wieder? Ich habe es aufgeschrieben, IOZone 3. Und User Share Example IOZone 3 gibt es fertige Skripte, um das Ganze zum Gluplot rauszuwerfen. Die sind komplett ungefiltert. Wer will, kann auch die Rohdaten von mir haben. Also wenn er meinen Grafiken nicht glaubt. Keine Fragen? Ja, zwischen den drei Safe Notes wurden dann diese Management-Server gelöst. Ich mal auf, wie das ausgesehen hat, was wir da gemessen haben oder was wir da gebaut haben. Die 5 Minuten habe ich noch. Einen Schwamm hast du mit hier oder so? Und die andere ist da auch. Andere darf ich nehmen? Ja. Drei Storage Nodes mit jeweils 24 Disks drin, die einmal ein 10 Gigabit Interconnect im Backend haben oder so wie Cluster Network, das nur für SEF. Also das ist nur für Replika. Ein 10 Gigabit Public heißt das in der SEF-Nomenklatur. Wobei das Wort Public mit Vorsicht zu genießen ist. Ich will eigentlich keine Menschen in den SEF-Cluster haben. Zwei Ceph-Eiskase-Bridges und hier runter, das war auch 10 G, dann zu den Zen-Servern. Ja, das ist das Setup. 5 Hosts. Die hier, die haben gar keine Platten drin, die haben tatsächlich nur diese, wie heißen die Teile, so kleine Memory Cards zum Booten. Also das sind zwei Maschinen, die haben fast ein bisschen überdimensioniert CPU, brauchen sie eigentlich gar nicht. Im Wesentlichen haben die zwei 10 Gigabit Interfaces, die Fußkarte können. Hier runter wird Eiskase gesprochen, da hinten rein sprechen die Ceph, RADUS, also RADUS-Protokoll. Und ganz hinten gibt es eben noch eine Strecke, die tatsächlich auf einen Switch liegt. Also die haben diese Strecke und diese Strecke auf WLAN-Trunks auf einen Switch laufen, das sind keine zwei Switches. Aber isolierter Traffic halt. Wow. Ist bei 10G noch eine Redundanz eingebaut oder ist das bewusst? Nee, ich. Das werden zwei getrennte Strecken werden, so wirklich getrennt, wenn die wieder Geld haben, um nachzustecken. Das ist jetzt gerade dem mangelnden Geld geschuldet. Einmal das von Bonding, oder? Du willst eigentlich kein Bonding verwenden dafür. Lieber einzelne Netzwerke dazu bauen. Zwei Netze sowieso, eins innen, eins außen. Genau. Aber das Außen
sonst beim Bonden? Wie geht es nun um den Ausfall, oder würdest du einen zweiten fahren? Also was macht ihr, wenn einer dann fahrt, der auch kaputt geht? Also so wie es hier gebaut ist? Ist das ein Single Point of Failure? Ist dieser Switch hier ein Single Point of Failure? Wie würde das wegkriegen? Ich persönlich würde, naja, kommt drauf an, wie performant die Daten sein sollen. Also Bonding ist eigentlich valide, wenn du 802.3ad nimmst, also ein LACP oder Link Application, dann ist das in Ordnung. Okay. Dann musst du halt schauen, dass du auch wirklich zwei Switcher hast, die mit einem ISL auch dieses Bonding auf zwei Backplanes halt auch hinkriegen. Ja, ja. Weil wenn du das auf einen Switch nebeneinander bondest, dann ist das keine Redundanz. Ich persönlich würde trotzdem eher einen weiteren Netzkreis auch auf Layer 3 aufmachen. Einen weiteren Netzkreis, also wirklich und weitere. Kann ein weiterer auf... Ja, ich kann da noch mehr Netze definieren. Ja, die Netze kann ich definieren, ja. Seth kann da mitspielen. Jeder Netz, wie soll ich sagen, sogar noch schlimmer. Jede IP, die auf einem Interface gebunden ist, wird auch für Replikation verwendet werden. Also für Cluster Networking. Um genau zu sein, alles, was du nicht im Public Net definierst, wird als Cluster Network verwendet werden. Es gibt die Cluster Network und Public Network Komponente zum Konfigurieren. Public willst du unbedingt definieren, dass du weißt, in welche Richtung das rausgeht. Genau da habe ich auch gemeint, ja. Kann ich da mehrere Layer 3 definieren? Mir ist nicht bewusst, dass das. Nee, da hast du recht. In Richtung Public geht es nicht. Nur als Replika. Wir waren aber gerade bei der Rendu-Dance. Das Public. Und dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Ja. Ja. Nee, weil dann ist die einzige Möglichkeit LACP. Dann musst du ein LACP nehmen, ja. Da hast du recht. Aber nee, also die übliche Aussage, dass du Ceph aus Commodity-Hardware zu einem performanten Cluster bauen kannst, ist nur bedingt richtig. Also was am Ende da unten rauskommt, wenn da Hardware von vor 5 Jahren ist, dann fällt da auch nur Geschwindigkeit von vor 5 Jahren raus. Hängt davon ab, was eine Commodity-Hardware bezeichnet. Ja, also ja, das ist richtig. Das funktioniert stabil, aber Performance ist halt, ist halt eine andere. Also Ceph an sich ist ein super Projekt, das wird weiterentwickelt, da passiert auch noch wahnsinnig viel, gerade in Richtung Erasure-Coding, also so eine Art Rate-Replikation über die einzelnen OSDs, dass du halt nicht, wie ich es vorhin aufgemalt habe, die Replikationslevel runterbaust, sondern dass du sagst, es gibt eine Formel, wo du ein Gewicht bauen kannst zwischen Daten und wie soll ich sagen, eine Prüfsumme. Wie heißt es bei einem RAID wieder? Wenn ich ein RAID 5 habe, das letzte? Parity, danke. Wo ich halt ein Gewicht habe zwischen Parity-Größe und Nutzdatengröße. Das ist mittlerweile auch stable. Aber ich habe mich noch nicht getraut, weil ich fand die Formel ein bisschen komplex bisher. Jo. Kann ich noch was sagen? Ja. Nichts mit Eisgasen zu tun. Ich wollte nur gerne, ich habe mir Zeit jetzt schon länger nicht mehr angeschaut, fragen, wie das mit dem POSIX-Style ausschaut, was denn noch die Probleme sind, um das Bildprodukt einsetzen zu können. CephFS. Also, ich habe eine Meinung dazu, ich weiß nicht, ob das gerade die Realität ist. Ceph und ClusterFS sind beide gerade unter den Fittichen von Red Hat. Ich denke, für Dateisysteme wird Cluster der Vorzug einfach gegeben werden. Ist jetzt meine Meinung, weil die haben beides drin. Und CephFS ist in Ceph nur von einer Person wirklich gewünscht und das ist Sage. Und ja, also der es halt gebaut hat ursprünglich. Alle anderen
sind da gar nicht mehr so hinterher. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Also du kannst das ohne Probleme verwenden. Du musst halt den Ausfall potenziell deiner POSIX-Dateiattribute irgendwie überstehen können. Also das Ding ist nicht der Metadatenteil. Ja, genau, der MDS. Genau das. Weil deine Daten sind im Cluster nach wie vor ja noch drin. Die Objekte sind gespeichert. Wenn du es irgendwie schaffst, den MDS sauber zu clustern, und es gibt Leute, habe ich auf der Mailingliste gelesen, die sind der Meinung, es ist für ihr Setup jetzt so sauber geclustert, dass es geht, dann kann man das nehmen. Bei der Astra haben sie das so, dass sie MDS-Server heißen, übrigens die Nomenklatur ist ziemlich ähnlich, üblicherweise H ausführen und Snapshots bauen in Environments, wo die Metadaten wichtig sind. Mhm. Das ist halt auch alles ziemlich bei dir. Du meinst jetzt bei Lustre oder Lustre? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob SafeFS da in die Zukunft noch groß weiterentwickelt wird oder mehr, also feature-complete wird. Sonst noch Fragen, Anregungen, Rants? Nicht? Nee, Latenz und alles. Das Gigabyte habe ich nicht, wenn ich hier 600 reinspreche, habe ich nicht hinten Gigabyte. Gigabyte habe ich, wenn ich an die Bridge gehe und hier rein spreche. Wenn ich hier rein spreche, kann ich nach hinten raus das Gigabyte. Ja, klar. Nein, ja. War schon mal eine Frage. Ich einfach Latenz, die von der wird. Genau, also die beiden Systeme fressen 400 Megabyte. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Obwohl die CPU war nicht das Problem. Nee, die CPU war das Problem, das ist generell IO-Latenz. Und ich habe mir die genaue Protokollumsetzung auf dem Code nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Es war 500 Megabyte, wollten sie erreichen, das sind wir drüber.